Nach meinem Video zum MAL-DA-Laser habe ich viele Fragen bekommen, wie man denn das Fadenkreuz deaktivieren kann. Das geht ganz einfach. Du gehst einfach im Spiel in die Einstellungen, wechselst oben in den Reiter Interface, scrollst ein bisschen runter, dort findest du den Punkt Fadenkreuz und dort kannst du es einfach auf Nie stellen und dann ist das Fadenkreuz weg. In diesem selben Menü kannst du übrigens auch alle anderen HUD-Elemente deaktivieren, sodass du ein vollkommen immersives Spielgefühl haben kannst. Abonnier auch gerne meinen YouTube-Kanal, denn dort findest du ganz viele weitere Tutorials zu Ghost Recon Breakpoint.